Schön, dass ihr am Start seid. Ich muss leise sein, ja. Ich habe gerade erfahren, hier bei Edeka soll es die neue TK-Pizza vom Hensler geben. Und ich möchte hier nicht zu auffällig werden. Ja, da werden wir jetzt die Pizza testen gleich. Viel Glück. Meine Lieben, und wir sind wieder zu Hause. Ich muss mal eben hier nochmal küren hier. Mein Kollege, der hat mir gestern nochmal schnell den Tipp gegeben. Jetzt habe ich direkt die Pizza gemacht, Mann. Gerne. Oder mach die gleich, ja, gesagt. Ja, komm mal rein, du. Geil. Jeder macht. Der hat auch übrigens meine ersten Videos gemacht. Umsonst hatte damals meine ersten Videos immer gefilmt, weil ich kein Cash hatte damals. Und geschnitten hast du nicht. Du hast die ersten Videos damals gemacht. Nur gedreht. Doch, geschnitten, klar habe ich geschnitten. Stimmt, du hast doch auch lange geschnitten. Klar, die schöne Klappschuhzeit. Ja, stimmt, du hast auch geschnitten, ja. Aber dann kam schnell ein bisschen Cash rein, da habe ich auch bezahlt. Ja. Nein, das hat er damals angeboten, auf korrekt. Dafür nochmal danke an der Stelle. Dann war vorbei, ja. Ja, dann war vorbei, ja. Also wenn jetzt den schönen Hensler mal austesten. Gute Heimfahrt, ne? Tschüss. Jetzt kurz und knackig, 4 Pizzen. Wir haben alle am Start. Wir testen alle neuen Pizzen vom Steffen Hensler, die TK-Pizzen. Ich habe auch, ich blende das mal ein, das Video kommt erst noch. Aber ich habe einen ideal heftigen Einblick, weil ich gerade zufällig vor ein paar Tagen ein TK-Pizzen-Video aufgenommen habe. Was genau, sage ich nicht. Seht ihr dann, ich blende mal Ranking ein. Ich kann das wirklich, bringt euch jetzt nichts, aber egal, ich blende trotzdem ein. Und ich kann es super einranken. Und wir schnacken nicht lange, wir hauen die erste Pizza rein. Wir haben, wie gesagt, 4 Stück. Ich weiß selber noch nicht, welche Sorten. Ich habe noch nicht, ich schwöre noch nicht drauf, gucke ich bei jeder spontan, weil die hier im Gefrierschrank liegen. Hier ist Nummer 1, Margherita. Was uns jetzt erwartet, ich bin selber sehr gespannt, was da jetzt hier drin erstmal optisch auf uns wartet auch. Hier sieht man, wie sie später aussehen soll. Beste italienische Tomaten, verfeinert mit Steffen Henslers Gewürzen. Boden mit Liebe von Hand geformt, 48 Stunden Teigreifung, krass. Echter Mozzarella, Riesengeschmack, fertig in nur 6 bis 8 Minuten, das schmeckt. Die ist auch alles befolgt, hier 20 Minuten Raumtemperatur auftauen lassen. Also, die werden wir jetzt noch 20 Minuten auftauen lassen, Folie entfernen und dann machen wir alles so, wie sich das hier gehört. Oh, 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 oh ja. Ungewöhnlich, bei 250 Grad soll man die wirklich machen. Das ist ja eigentlich diese hohe Temperatur nur bei richtig frischen Pizzen. Ja, guck mal, das mal einmal schon mal an. Vielleicht ist die auch gut. Hensler, verrückte Hund. Verrückte Hund. Wenn ihr euch das ansieht, die sieht schon ganz anders aus als eine normale Pizza. Das muss man ihm lassen hier. Ich guck mal. Durchgehend gefühlt Käse. Schön, schön, schön. Rein damit in den Ofen. Genau 8 Minuten wird die brauchen, ey. Wie der gute Hensler gesagt hat. Sieht knaftig aus, Leute. Hensler-Gewürzen drauf. 48 Stunden Teig gereift. Heichi Weichi. Wir machen direkt die nächste rein. Warte mal, erstmal gucken wir uns die hier ganz schnell an. Die kann ruhig ein bisschen abkühlen. So sieht sie aus. Die riecht nach Miracoli. Schnitt kann ich jetzt schon mal sagen, jetzt ist so geschnitten, als hätte die wirklich einen luftigen Rand. Und so sieht sie auch von außen aus. Die riecht ein bisschen süßlich, ich schwöre es euch. Sehr tomatig. Du merkst, dass es wirklich so pürierte Tomaten sind. Nicht dieses ganz flüssige passiert, sondern so pürierte Tomaten. Wirklich so ein leichtes Tomatensoßen-Feeling da drauf. Wenn du eine normale Billigpizza hast, hast du meistens so, merkst halt, da ist irgendwie was. So, wisst ihr, ganz dezent. Hier ist tatsächlich richtig Soße drauf. Es ist wirklich richtig Soße drauf. Vielleicht sieht man es von der Seite. Auch hier Belag. Du schmeckst wirklich den Käse. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in die milchige Richtung geht, aber der hat Geschmack gehabt. Der hat wirklich Eigengeschmack gehabt. Boden hätte ich mit einem ganz knusprigen Boden gerechnet. Ist es nicht, ist eher ein bisschen pappig. Rand ganz wie ein Brötchen, Leute. Also Rand sehr geil. Wirklich wie so ein frisch aufgebackenes Brötchen aus dem Ofen. Nicht zu kross, leicht aufgebacken, ganz frisch. Boom, beiß rein, so ein Mini-Brötchen. So ein Mini-Brötchen, so ein Stil. Erste Pizza macht Bock auf mehr, sag ich euch ehrlich. Und ihr wisst, wie hart ich mit dem guten Hensler schon ins Gericht gegangen bin. Das muss ich immer wieder sagen, wenn ich hier auch sowas gut bewerte. Es gab auch Zeiten, da bin ich ins Ahoi gegangen. Die haben einfach völlig an den Tag versagt. Auf ganzer Linie, muss man sagen. Hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich weiß, da kann es schmecken. Ich war da so an anderen Tagen auch schon. An dem Tag, wo ich den Test gemacht habe, haben sie volles Pfund
verkackt. Und dementsprechend habe ich auch bewertet. Da habe ich auch kein Problem mit, aber man muss anerkennen, wenn etwas geil schmeckt. Und bisher, hier für dieses Tiefkühlding, ist das eine Wucht. Runde 2. Bella Verdure. Beste Stein auf dem Pizza belegt mit Schmand, Mozzarella, Blumenkohl, Tomatenwürfeln und Petersilienpesto. Gewagt, die geile Kombi. Hört sich zumindest geil an. Die habe ich eben schon rausgeholt, dass sie 20 Minuten auftaut, wie nach Packungsbeilage. Die wird es dann gleich geben. So soll die fertig aussehen. Jetzt für uns jetzt ins Volle. Da ist der Kollege. Duftet bis hier oben nach diesem Pesto. Riecht gut. €5,99 jede Pizza. Da muss man natürlich immer mit einbeziehen. Ich bewerte heute TK-Vergleich. Reiner TK-Vergleich. Wie ist sie im Vergleich zu anderen TK-Pizzen? Habe ich, wer vorhin noch nicht dran war, gerade einen umfangreichen Test gemacht. Der kommt erst online in ein paar Tagen, ein paar Wochen. 6 Euro ist nicht wenig. Ich bin mir ziemlich sicher, da kriegt man die eine oder andere frische Pizza noch, frisch aus dem Ofen für €5,99. Das müsst ihr jetzt ins Verhältnis ziehen. Ich bin hier für den TK-Vergleich. Da werden wir jetzt reingehen. Diesmal der Boden viel knuspriger. Das erinnert ein bisschen direkt an Flammkuchen. Das Schöne bei dieser Pizza ist, wer jetzt denkt, Holle, der labert schon der Scheiße, kann sich die Pizza einfach nehmen, zu Hause machen. Und wenn sie richtig nach Packungsanleitung macht, wird sehen, alleine von den Skills, Teig etc., Rand, für eine Tiefkühlpizza eine Wucht. Das kann niemand abstreiten. Er hat sogar so ein ungebackenes Feeling im Rand. Guckt euch mal den Rand an für eine Tiefkühlpizza, Leute. Niemand was sagen. Also merkst du wirklich ganz frisch aufgebacken. Frisches Gemüse. Einfach halt dickes TK-Gemüse. Kannst noch so einen Gesundheitskrieg drauf. Auch ein gutes Ding, Leute. Gutes Ding. Pesto noch mal eben. Schmeckt eher beinahe wie Spinat. Schmeckt trotzdem lecker. Schmeckt trotzdem lecker, frisch. Erinnert mich nur eher an Spinat. Wir gehen in Runde 3. Was ist die nächste Runde danach? Pass mal auf. Don Diavolo mit fruchtiger Tomatensauce, Mozzarella, pikanter Enducha und roten Zwiebeln. Jetzt nehme ich euch mal kurz ab, was Enducha ist. Eine würzige, pikante, weiche italienische Rohwurst. Spannend. So sollen sie aussehen, wenn sie aus dem Pizzaofen kommt. Oder eher gesagt aus dem Ofen. Ja, mal spaßeshalber die Zutaten. Muss ich sogar vorher rausholen, vor den 8 Minuten. Ja, die ist gerade noch brauchbar. Also ich esse sie gerne. So ist ein bisschen dunkler jetzt als die anderen. Der Ofen scheint Fahrt aufzunehmen von mir. Die riecht jetzt ganz speziell wie irgend so ein tomatiges Gericht, was ich zu Hause auch schon gegessen habe. Oh, kann ich nicht beschreiben. Wir haben mich an irgendein hausgemachtes Gericht. Trüffelschwein, das Fährte aufgenommen hat. Egal. Guckt euch diese schöne Wurst an. Noch nie zuvor von der Wurst gehört. Geile Wurst. Schön paprikalassig, bissig, scharf. Schön tomatig, öliges Feeling. Es wäre ein schöner Ölgehalt hier auch in der Pizza, ein schöner Fettgehalt. Schon was Besonderes, die Pizza, muss man sagen. Zum Teig habe ich genug gesagt. Der Belag hier sehr fresh auf der Pizza. Ich glaube, wir gehen direkt in die letzte Runde. Auch mit den Zwiebeln super. Letzte Runde Carbonara, Schmand, Mozzarella, Speckwürfel und Grana Padano. So sieht sie aus, bevor sie im Ofen ist. So soll sie danach aussehen.
Und so sehe ich aus, wenn ich die Pizza gegessen habe. Nach all den Videos und all den Videos auch, wo ich bekannte Leute nicht so gut bewertet habe. So auf doof gesagt, ich habe keinen Kontakt zum Händler. Was soll der Händler machen, wenn ich das jetzt schlecht bewerte? Das hätte keine schlechten Auswertungen für mich. Da habe ich andere Leute schlecht bewertet, die starke Online-Präsenz haben und irgendwie hätten dann mir eins auswischen können. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Schöne ist, dass ihr es selber testen könnt. Viele Sachen sind ja dann irgendwo in Deutschland, kann kaum einer testen. Die könnt ihr selber testen und ihr seht, ich laber keine Scheiße. Also wirklich, bringt Spaß zu essen. Letzte Runde auf schnelle Welle und dann die Bewertung. Ich kann euch da auch schon sagen, wenn ihr da jetzt jemanden sehen werdet, der im Internet den Internet-Clown macht, und das ist leider sehr präsent, seitdem bestimmte Plattformen am Start sind, da wird gesagt, was gut ankommt, da wird gesagt, was Welle macht, da wird gesagt, was Klicks macht, egal was, aber es entspricht leider oft nicht der Wahrheit. Wer da jetzt sagt, die Pizza ist scheiße, können wir gleich ein D-Abo reinhauen. Für eine Tiefkühlpizza kann das niemand behaupten. Das wäre absoluter Schmarrn. Der muss jetzt sagen, dadurch, dass ich 4 Pizzen mache, ist der Ofen schon heißer geworden als am Anfang. Also ich habe immer noch 250 Grad drin, aber ja, ich sehe es jetzt schon nach 5 Minuten. Ist sie schon fertig. Deshalb muss ich da mal eben die Pizza jetzt schon rausholen. Falls die jetzt aus irgendeinem Grund irgendwo anders performt, liegt das daran, dass sie nicht, ja, so wie die anderen gebacken wurden. So, da ist sie. Schmand Mozzarella, Speckwürfel und Grana Padano. Man riecht den Grana Padano bis hier oben, tatsächlich. Schön aufgebläht, hört mal. Knusprig des Todes. Das ist richtig, das Mehl, oder ich weiß nicht, ob es der Käse war, beim Schneiden so wegexplodiert, so eine Mehlexplosion in der Luft. Sag ich, desto heißer der Ofen ist, desto besser wird die noch. Die ist noch fluffiger. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mach auf 270 Grad, 275. Die wird wirklich noch besser. Unglaublich fluffig. Krank fluffig. Teigig. Unten ganz knusprig, dann kommt so eine tiefe Teigschicht. Dann oben so ein bisschen gefühlt ungebacken, weil oben der Belag drauf ist, die Feuchtigkeit da reingibt. Das ist unnormal fluffig. Schinken, wie man ihn kennt, gibt es jetzt nichts Besonderes zu sagen. Leichter Parmesankick. Wollen wir das Video nicht unnötig in die Länge ziehen? Ab zur Bewertung. So, also ab zur Bewertung. Bei mir ist die. Kleiner Spaß beiseite. Mein Sohn killt mich, dass ich sein Feuerwehrhelm aufgesetzt habe. Wenn er einen aufsetzt, muss ich manchmal auch einen aufsetzen. Dann müssen wir das ganze Haus löschen. So, ab zur Bewertung. Pass auf, Leute. Ich, wie gesagt, ich habe einen umfangreichen Test gerade gemacht. Ich muss sagen, so im Vergleich. Eine war vom Teig her letztens noch so ein bisschen pizzaartiger, wo man so mehr Verwechslungsgefahr zu einer frischen Pizza. Das heißt aber nicht, dass es besser ist. Du merkst schon, es ist TK auf jeden Fall. Also es war die beste TK-Pizza, die ich bisher gegessen habe. Es war wirklich die beste TK-Pizza, die ich in meinem Leben hatte. Die war wirklich sau stark. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich will noch viele Tiefkühltests machen. Ich bin voll im Game drin und ich merke, ihr feiert das. Aber ich werde da 8,8 Punkte geben. Ich würde noch mehr geben, aber wer weiß, was noch kommt so. Nachher kommt irgendwas, wo ich gar nicht mit rechne, aber das war sau stark. Will ich gar nicht drum reden. Ich gebe einfach 8,8 für alle Dinger. Gesamtnote, starkes Ding. Kuss geht raus an alle. Daumen oben betätigen, Kommentar da lassen und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich schönen Tag noch an euch alle und bis zum nächsten Mal.